Hallo Leute und herzlich willkommen zu Dark Deception, ein Horrorspiel, was scheinbar so ein bisschen labyrinthmäßig ist. Ich habe mich selbst wieder nicht groß informiert, damit ich es möglichst, ja, damit ich halt nicht gespoilert werde, so, ne? Ja, das ist das Einzige, was ich über das Spiel weiß, deswegen, wir starten direkt rein. Ja, hallo, ich bin jetzt auch da. Ich hoffe nicht, dass unser Schicksal, das wir vorhin erwähnt haben, von wegen ja in der Finsternis. Come over here. Let's have a look at you. You disappoint me, love. You really do. So many fears. So many desires. I thought you'd be bigger. Spaß. Don't look so confused. I know everything you've got hidden in that brain of yours. I know all the terrible things you've done. So many good intentions laid to waste. I can see the regret eating away at your soul. Das ist irgendwie beängstigend, was sie da so sagt. Ich hoffe nicht, dass sie das alles weiß, ne? Ha. But now your time has come and here you are. To grovel and beg. You can't go back. Only death awaits you there now. Fear not, love. You've got potential. I see it in you. And I can help change your fate. But if you want a new life, you're going to have to suffer quite a bit to get it. Egal, komm. Es ist aber gerade so ein bisschen happy, ne? Das Spiel so als Einstieg. Finde ich aber eigentlich noch, glaube ich, ganz cool. Ballroom. The pieces to a powerful ring are hidden in nightmares behind each of these portals. Huh? Find them and bring them to me. And you'll get your wish. Fail. And you'll find there are fates far worse than death awaiting you here. Okay, wir gehen mal durch den... Oh, der meine... Okay, ich gehe dann mal, ne? Tschüssi. Oh Gott. Clock's ticking. Also, sind wir auf Zeit? Okay, wir sind jetzt hier in unserem ersten Albtraum scheinbar. Ja, mal gucken, was unser erster Albtraum ist. Monkey Business. Ja, dann gehen wir weg hier, dann können wir anfangen. What a charming little hotel. Weiß ich jetzt nicht. Breakfast Murder? Hallo Affe, bewegst du dich gleich? Wieder nicht, ne? Boah, Digga, ich wusste es, du dummer Hund. Ich sag's noch so. Gott, da läuft jetzt irgendwas rum, ne? Ja, fliegst du auch rum hier, ne? Ne, okay, du nicht. Ja, ist das schlau, jetzt da hinzulaufen? Da ist irgendwie so ein Affe halt. Ja, ich sag dir mal Hallo, Digga, ne? Holy shit, Alter. Sieht aber, also das Spiel sieht echt gut aus, ne? Ja, muss ich jetzt hier was drücken? Hallo? Sieht ihr irgendwas? Ah, der Lift ist jetzt angekommen, ne? Okay, der Affe hat sich auch... Ich kann nicht rein, also jetzt. Going up. Das ist jetzt kacke, dass hier Musik ist, dann kann ich ja gar nicht meine eigene Musik hier drunter legen. Egal, die passt schon. Nach Musik habe ich ausgestellt, aber es kommt trotzdem Musik, das macht halt auch mega Sinn. Er macht jetzt auf. Now listen closely. See those floating bits of crystal? Those are soul shards. Fragments of human spirit scattered throughout the halls of this little maze. Each crystal is a remnant of one who has met their end here. Gather them all, and the first ring piece will be yours. One more thing. You're not alone. There are monsters in here, and they're looking for you. Here, you'll need this. It can detect each shard's location. It was left by the last guest to disappoint me here. A very clever girl. Just not a very fast runner. Enough instruction. Break those boards and let's get this party started. collect all socks and break the ring. Okay. Ja, scheiße. Das ist ja wie Pac-Man. Weißt du, was ich mich so ein bisschen frage? Die Sounds sind auch echt stressig, ne? Was ich mich so ein bisschen frage, ist, sehen wir auf unserem Gerät auch, ob da Monster sind? Oh! Da hinten war was. Okay, wir sehen ihn nicht auf dem Tablet.
Holy Scheiße, Mann! Alter! Och nein! Wir haben nur 3 Leben! Heilige Kacke! Ach Mann, man sieht ja nicht mal auf dem... Oh nein, ich höre wieder... irgendwas rumlaufen. Viele scheiß... Oh, Sackgasse. Wie viele scheiß Monkeys sind denn das hier auch? Scheiße, ist das nah! Die haben mich gesandwiched! Ich frage mich halt gerade so ein bisschen... Muss ich... Man muss alle... Ich frage mich halt so ein bisschen, was ist da die beste Taktik? Ich weiß halt nicht, wie viele Arten das es gibt. Und ich weiß auch nicht, ob die auf die Sounds reagieren. Oder wie die genau funktionieren. Wie man die vielleicht abhängen kann. Das kommt schon wieder eine. Ich laufe jetzt mal nur. Die sind aber scheiße schnell, ne? Es ist, glaube ich, hinter mir. Oh mein Gott. Nicht erschrocken. Nur diese scheiß Anzeige. Oh mein Gott. Oh, was machst du denn da? You are dead, ja. No shit, Sherlock. Monkey Business. Was sind denn das für scheiß Erinnerungen, die ich hier habe? Das Ding ist, wie gesagt, ich weiß auch nicht, ne, wie geht man am besten vor? Ne? Ja, raus, ne, hier. Ja, fangen wir mal an. Es gibt ja, glaube ich, auch keine Safe Zone für mich, ne? Ich habe eine Idee. Wir gehen jetzt immer, wenn wir was hören. Hm. Scheiße. Ich wollte sagen, immer wenn wir was hören, gehen wir einfach rückwärts. Also wieder weg. Ich glaube, das funktioniert nicht so richtig, habe ich das Gefühl. Oh mein Gott! Die sind immer, immer wo du bist. Ach, die wissen immer, wo ich bin. Das ist ja unfair, Digga. Das ist ja kacke, Mann. Okay, aber dann bringt es ja nichts, wenn wir warten. Ne? Die kommen ja nur näher dann. Hier kommt auch gleich einer, oder? Wow. Oh mein Gott. Ich kann nicht rennen. Oh. Scheiße. Wo geht's hier rüber? Oh mein Gott. Ich check gerade gar nicht, wo ich durch muss. Bin ich ehrlich. Oh. Oh. Da kommt man einfach entgegen, was ein Ton. Dass man sich auch nirgends verstecken kann, ne? So eine Kacke. Oh mein Gott, das war direkt hinter mir. Oh! Ja! Juh. Da war irgendwas zum Anklicken. Die Tür oder so, hä? Geht das trotzdem? Ja, tatsächlich, man kann Türen anklicken. Aber was bringt mir das? Er kommt genau aus dieser Tür, wo ich rein musste. Ich will kurz gucken, was passiert, wenn ich so eine Tür anklicke. Der geht gar nicht. Okay, alles klar. Wo bin ich denn jetzt? In die Kitchen, Alter? Oh. Ich erschrecke mich auch bei jedem scheiß Soundeffekt, den es hier überhaupt gibt. Scheiße, ne? Das ist jetzt etwas kacke. Boah, Junge, verpiss. Ich glaube, wir sind aktuell eigentlich ganz gut dabei. Wir müssen nur noch ein bisschen besser werden. Wir haben jetzt immerhin schon 70, ne? Machen hier unten jetzt mal noch den Rest. Das Problem ist, ich muss jetzt fertig machen, ne? Ja, es war hinter mir eine. Vor mir kam eine. Und von der Seite. 6,5 Stunden später. Tschüss, da noch nicht. Mann. Okay, hier oben habe ich erstmal alles. Das ist gut. Oh. Mann, aber die kommen manchmal auch so scheiße um die Ecke. Dann siehst du die einfach nicht und dann sind sie einfach da. Wo war ich denn hier? Oh. Ich weiß, dass wir da unten noch relativ viele. Ich weiß auch gar nicht, was mir die Anzeige bringt. Eigentlich habe ich jetzt mittlerweile so eine Anzeige mit, ja, das ist ein Monkey. Aber irgendwie checke ich die nicht. Oh mein Gott, das war, glaube ich, close. Geh mal hier hoch. Oh, da kommt ja einer. Ich bin so in... Dein Betäubungston? Den habe ich auch noch nicht gehört. Oh mein Gott. Komm schon, es sind nicht mehr so viele. Den muss ich noch hinbringen. Oh oh. Oh! Nein, ich habe ihn nicht bekommen. Scheiße, Bruder. Drum ist auch noch einer. Manchmal sind so random einfach noch so ein Stein irgendwo rumchillen. Und ich weiß jetzt zumindest, wo die letzten 4 sind. Das heißt, wir könnten es sogar schaffen. Noch 2. Und die sind da vorne. Danke. Oh. Oh, ich dachte, es ist fertig. Und die rasten jetzt komplett aus und ich weiß nicht, wohin. Doch, da oben.
Nein, ich bin falsch gerannt. Oh. Oh. Hä? Was soll ich denn da machen? Nein, ich bin an der Wand festgehangen. Was ist denn das? Boah, meine Fresse, Alter. Ich glaube, ich habe jetzt einigermaßen eine Strategie, wenn wir die zwei Fetten da jetzt hinterher rennen. Das sind einfach hier rum. Come on, es kann nicht so schwierig sein, nur in diesen Raum zu kommen. Vielleicht mache ich einfach hier eine Runde. Boah, ja, der kommt dann hier durch. Kommt er? Oh ja, der kommt. Oh ja, der kommt. Oh mein Gott. Oh, da ist einer drin. Da ist noch mal einer. Ey, das kann doch nicht sein. Kann nicht wahr sein. Da kommen beide von der Seite. Ich hab's geschafft. Das ist das Portal, oder? Oh! Mach bitte den Fahrstuhl zu. Gott. Diese chillige Musik. Uiuiui. There's no escape for you, mortal. Ich escaped. Jawohl. Ich war halt übel scheiße. Ja, weiter, Digga. Es juckt mich ja nicht, ob ich gut war oder schlecht. Ich bin entkommen. Good. You made it. And I see you met my friend sooner than I was expecting. Still so persistent after all this time. Do not listen to her, mortal. She's just using you. Give her the ring, and there will be consequences. Das ist bestimmt dann der Bossfight gegen den, oder? Help her, and you will suffer. Pay no attention to him. His powers cannot reach you here. The ring piece. Place it on the table now. It's been so long. The ring is called the Riddle of Heaven. An ironic name, don't you think? A demon's power is contained inside it. The creature of infinite cruelty that you just met. Malak. Complete the ring, and you can use Malak's power to fulfill your darkest desire. So the legend goes. Are you ready for another night? Natürlich. Das wird jetzt ganz cool wahrscheinlich, ne? Let's go! Ach, das war schon. Damn, Alter, aber auf das habe ich auch gar keinen Bock. Bin mir gerade nicht sicher, aber ich glaube, die Kapitel muss man sich als DLCs kaufen. Oh, jetzt habe ich das Spiel beendet. Ich wollte hier gerade kurz gucken, wie teuer denn hier das Chapter 2 ist, um von diesem Ding hier wahrscheinlich verfolgt zu werden. Das kostet einfach 7 Franken und 25 Rappen. Was ist denn das? Wenn ihr da Chapter 2 sehen wollt, ne, schreibt es in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Oder tschüssi! Ja, war doch ein schönes Spiel, ne? Geil intensiv, Horror. Jetzt erstmal duschen oder so, Alter.